One love. One all. Left. One all. Two, one. Es wird hier wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Tagesverfassung ankommen. Beide Spielerinnen haben einen ähnlichen Spielstil. Offensiv, schnell, nah an der Platte. One, three. Beide können mit der Vorhand enormen Druck ausüben, mit dem Vorhand-Topspin. Ding Ning hat vielleicht den etwas athletischeren Spielstil. Eine moderne Penholder-Spielerin. Beide spielen auch mit der Rückhand-Topspin. Ja, und wenn sie ein bisschen Zeit hat, die Ning mit der Vorhand, dann kracht's gehörig. Dann hat sie diese Qualität, die Länge, den Topspin. Dann kann die Gegnerin nichts damit anfangen. Four, five. Li Xiaoxia war bereits früher ein bisschen nervenschwach, aber das hat sie mittlerweile in den Griff bekommen. Six, four. Sehr, sehr guter Winkel mit der Backhand. 6 zu 5 für Ding Ning. Sehr ausgeglichen, auch diese Anfangsphase. War zu erwarten. So, da ist sie wieder, die Plus-2-Führung. Der 8-6-Vorsprung für Ding Ning. Beide Spielerinnen sind ja beinharte Arbeiterinnen. Ja, dieses Service hat zum Erfolg geführt, auch wenn sie es gut lesen hat können. Es ist ja auch die Stärke von Ding Ning, diese Aufschlagvariation, diese außergewöhnliche. Da kniet sie sich hin, da schaut nur die Nase über die Tischkante. Keine Spielerin hat so ein Service wie Ding Ning. Aber diese Vorhand verzieht sie ordentlich. 9 zu 7 für Ding Ning. Ja,
Ja, super. Sie macht sich lang. Sie ist natürlich etwas größer als Li Xiaoxia. Eine großgewachsene Chinesin, diese Ding Ning. Hat eine Spur, vielleicht die bessere Reichweite. Und dadurch auch einen anderen Hebel. Drei Satzbälle. Der erste Satz ist vorüber, 11 zu 7. Ja, schließlich doch klar gewinnt die Nummer 1 der Welt, Ding Ning, diesen ersten Durchgang mit 11 zu 7. Das heißt, sie führt mit 1 zu 0. Trainer gibt es ja keinen bei Chinesinnen. Wenn Chinesinnen aufeinandertreffen, dann gibt es kein Coaching. Das sind dann die Spielerinnen auf sich alleine gestellt. Zumindest bei den internationalen Großturnieren ist das so. In der chinesischen Superliga, in der Meisterschaft, da wird sehr wohl gecoacht. So, schauen wir uns den Weg in dieses Endspiel an. Ding Ning, die Nummer 1 der Welt, hat im Achtelfinale die Holländerin Li Xiao besiegt mit 4 zu 0. Im Viertelfinale dann die Türkin Humelek mit 4 zu 1. Und im Halbfinale die Japanerin Kasumi Ishikawa mit 4 zu 2. Und Li Xiaoxia hat zum Auftakt die deutsche Patty Sollier ganz klar besiegt mit 4 zu 0. Dann im Viertelfinale Liu Chia mit 4 zu 1 und im Halbfinale die Ungarin Gina Botha ebenfalls mit 4 zu 1. One, two. Super Rückhand. Voll durchgezogen, diagonal gespielt. Keine Chance für Ding Ning. Zu druckvoll, zu platziert. Schöne Serviceannahme von Ding Ning zum 4 zu 4. Gut gelesen den Aufschlag. Ja, Ding Ning trägt ja eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht. Ist sehr beliebt, macht auch in China bei vielen TV-Shows mit. Ist für jeden Spaß zu haben, auch wenn sie hier natürlich in diesem Endspiel jetzt sehr, sehr ernst wirkt. Ist voll konzentriert, will unbedingt den Turniersieg mit nach Hause nehmen. 4-7. Seven, five.
7, 6. Drei Punkte jetzt in Serie für Li Xiaoxia. So ein 3 Punkte Vorsprung Polster ist im Tischtennis überhaupt nichts. Eine kleine Unkonzentriertheit, eine kleine Schwächephase. Und schon holt man den Gegner in den Satz zurück. Sensationeller Ballwechsel. Ganz, ganz toll. Unglaublich. Von Ding Ning gespielt, die da schon ordentlich in Bedrängnis war. Schauen Sie sich diesen Seitenspin und Seitentrall an, wie der Ball wegspringt. Wahnsinn. Nine, seven. Zu 9. Also den hat sie ordentlich verschlagen, diese Backhand. Das heißt Satzball. Für Ding Ning. Elf zu 7 und 11 zu 9. Ding Ning führt mit 2:0 in Sätzen. Also sie wird bis jetzt ihrer kleinen Favoritenrolle gerecht. Und Li Xiaoxia steht mit dem Rücken jetzt zur Wand. Sollte den dritten Durchgang gewinnen, denn ein 0:3 in Sätzen gegen die Nummer 1 der Welt. Na ja, gut. Das wäre fatal für Li Xiaoxia, die ja vom Angriffsstil her vielleicht ein bisschen aggressiver als Ding Ning ist. Noch schneller an der Platte. Aber das ist nicht immer von Vorteil. Li Xiaoxia ist ja auch ein bisschen verletzungsanfälliger, weil sie ein aufwendigeres Spiel betreibt als Ding Ning. Sie hat einmal gesagt, ihr Traum ist es, bei Fans, beim Publikum und den Medien die Nummer 1 zu sein. Wahnsinn. Das sieht alles so spielerisch leicht aus. Kein Wunder, dass die Fans Spaß haben bei solchen Rallyes und Ballwechseln. Da kippt sie das Handgelenk in letzter Sekunde und spielt so einen unglaublichen Winkel. Love. Two. Ding Ning hat eine unglaubliche Ausholbewegung bei dieser Vorhand. Man
macht eine große Schleife. 3-3. Der dritte Punkt jetzt hintereinander für Ding Ning. Sie weiß genau, wenn sie diesen Satz gewinnt und 3-0 in Führung geht, dann hätte sie die Partie, sage ich jetzt einmal ganz frech raus, zu 80% gewonnen. Netz, Aufschlag wird wiederholt. 5-4. Das sieht vielleicht aus wie ein leichter Fehler, aber das sind alles andere als leichte Fehler. Da ist schon beim Service so viel Schnitt, so viel Rotation dabei, so viel Effet. 4, ganz, ganz 6. toll gespielt von Li Xiaoxia. Parallel abgeschlossen mit dieser Vorhand. Diese Punkte braucht sie. Will sie hier im Rennen bleiben, um den Turniersieg? Exakt gespielt. Gute Platzierung, gute Qualität. Und schon ist der Ausgleich zum 6, beide wieder da. Bis Mitte eines Satzes hält Li Xiaoxia immer ausgezeichnet mit, aber gegen Ende eines Durchgangs, da setzt sich Ding Ning dann doch ein bisschen ab. Bin schon gespannt, ob es jetzt auch in diesem dritten Durchgang so ist. Ja, was für ein Tempo, was für Geschwindigkeit. Hochgeschwindigkeits Tischtennis, das die Zuschauer hier zu sehen bekommen. Ja, jetzt schon langsam besteht Handlungsbedarf bei Li Xiaoxia. Muss entschlossener wirken in ihren Schlägen. Darf nicht mehr ganz so fehleranfällig sein. Left. 6, 7. Ja, das sind so Fehler, das sind unerzwungene Fehler, die darf sie nicht machen gegen die Nummer 1 der Welt, das weiß sie. Schüttelt auch den Kopf, verständlicherweise. Ding Ning macht alles um eine Spur besser als ihre Landsfrau. 8-7. Ja, mit der Netzkante hüpft der Ball raus. Da hat sie jetzt Pech, Ding Ning. 8-8. Da hat sich Ding Ning vom langen, vom schnellen Service nicht überraschen lassen. Es knistert hier. Dieser Satz könnte jetzt eine Vorentscheidung in diesem Finale sein. So.
Super Rückhandblock. Ausgezeichneter Konter zum 10:9. Satzball für Li Xiaosha. Normalerweise macht die Ning so einen Ball weg. Aber dieses Geschenk hat sie nicht angenommen. Was für ein Satzball. Wie sie den abwehrt. Unglaublich. Eine super Rallye. Beide in der Halbdistanz. Sensationell. Ja, plötzlich Satzball für Dining. Die Chance, 13:0 in Sätzen in Führung zu gehen. Spielerinnen ja immer aktiv. Von Passivität ist weit und breit keine Spur. Sehr, sehr gut. 12, gut gemacht von Ding Ning. Hat so gescheint, als hat sie mit dieser langen Service-Variante gerechnet. Satzball Nummer 2. Nun ja, sie gewinnt auch den dritten Satz, die Nummer 1. Sie führt jetzt 3:0. Ein Satz noch und dann ist die Turniersiegerin perfekt. Dann heißt die Turniersiegerin Ding Ning. Und jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwer für Li Xiaosha, für die Olympiasiegerin. Ja, Ding Ning, das ist so, Österreich ist für sie eigentlich immer eine Reise wert. Schon bei ihrem ersten Österreich-Gastspiel im Rahmen der Junioren-Weltmeisterschaft 2005, da hat sie Gold in Einzel, Doppel und Mannschaft geholt. Sowie beim World Team Cup 2009 ebenfalls in Linz. 2011 hat sie sich die Pro-Tour-Titel im Einzel und Doppel bei den Austrian Open in Schwechat gesichert. Auch 2013 in Wales hat sie gewonnen. Hier ist ihr internationaler Stern aufgegangen und es scheint so, als würde sie auch hier triumphieren beim Women's World Cup. Also, wenn sie nach Österreich kommt, dann räumt sie ab. Love one. Vielleicht schon der letzte Satz in diesem Endspiel. Two, love. Two, one. Die Chinesinnen sind ja bereit, dem Sport alles unterzuordnen. Dreimal am Tag für jeweils 3 Stunden Training sind keine Seltenheit. Die sind in der Lage, aus einem untalentierten Spieler einen Weltmeister zu machen. In China überlässt man nichts dem Zufall. Jede Bewegung, wie man hier sieht, jeder Schlag wird stundenlang trainiert. Und man sagt, dass für die nächsten 10 Jahre die Chinesen nicht zu stoppen sind. Als die vorhergehende. Da muss man schauen, dass man einen ähnlichen Weg findet, um die Dominanz irgendwann einmal brechen zu können. Aber dass man mit den Chinesinnen mitspielen kann, das hat Susi Liu Chia gestern bewiesen.
bei ihrer Viertelfinalniederlage beim 3:4 gegen Li Xiaoxiao. 5-4. So, und jetzt muss sie aufpassen, Li Xiaoxiao. 6:4 für Ding Ming im vierten Satz. 0:3 liegt sie in Sätzen zurück. Verliert sie den Satz, dann ist das Finale zu Ende. Ja, da geht so gut wie gar nichts mehr. 4:7 mittlerweile der Rückstand. Das hätte ich mir doch ein bisschen ausgeglichener vorgestellt, dieses Endspiel. Ganz, ganz starkes Service. So, 9:5, 4 Punkte der Vorsprung für Ding Ning, 2 Punkte nur noch. Dann ist sie durch, dann hat sie es geschafft, dann darf sie sich Turniersiegerin nennen. Dann holt sie sich den Siegerscheck ab. Und wichtige Punkte für die Weltrangliste. 5-9. Zehn Matchbälle. Hätte sie gerne, es sind nur 5. 10:5 für Ding Ning. Eine eindeutige Angelegenheit. Gratulation, Ding Ming ist die Siegerin des Women's World Cup 2014 hier in Linz. Was für eine Vorstellung. Man kann der Nummer 1 der Welt nur gratulieren. Sie hat